oder wie man das immer nennen möchte. Aber Herr Berger, völlig bevor wir über andere Sendungen sprechen, wir sitzen ja in einer, besprechen Sie den beiden ab, dass Sie mit Ihnen diskutieren mögen oder sagen... Nein, bis jetzt sind Äußerungen gefallen, die einfach zum Teil so waren, dass sie sich selbst entlarven. Das heißt, wenn ich den Ehe- und Familienbegriff der beiden... Sie haben schon viel geredet, Frau Steinbach. Lassen Sie mich mal ausreden. Das heißt, wenn ich da höre, dass die Zukunft des Volkes sozusagen nur gewährleistet ist über die Keimzelle der Gesellschaft und dann eine Fixierung stattfindet auf den... auf den biologistischen Aspekt, wir vermehren uns, da bin ich nicht an menschliche Ehe und Familie, werde ich da nicht erinnert, sondern dass da kommen mir Erinnerungen an Hühnerzuchtfarmen, wenn ich es nicht besser wüsste, Frau Steinbach. Würde ich denken, Sie arbeiten im Landwirtschaftsministerium und Sie hätten eine Hühnerfarm zu Hause, so wie Sie über Sexualität und Familie sprechen. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt, aber es ist interessant, dass Sie da schon entsprechenden Etiketten uns und, aufkleben. Das ist genau das Problem, was ich ein bisschen sehe. Nee, ich glaube, Sie haben sich klar positioniert und sehr ausführlich. Ja, wir haben eine andere Meinung als Sie, ganz schlicht und ergreifend. Ja, und ich habe die gerade charakterisiert, wie ich die sehe, dass das eine biologistische Reduzierung ist auf den Akt der Vermehrung und wo der nicht gegeben ist, wo sozusagen Mann und Frau nicht vorhanden sind, da ist auch keine Zukunft der Gesellschaft. Also eine völlige Einengung. Und gut, dass das Bundesverfassungsgericht da Klartext gesprochen hat, dass es Wege in die Zukunft gezeigt hat und nicht diesem Ehe- und Familienbegriff der 50er Jahre weiter anhängt. Ich möchte es festmachen. Ich freue mich, dass wir in einer guten Diskussion sitzen, jedenfalls, wo alle sich leiden mögen. Ja, ist ja so. Ich möchte den Gedanken aufnehmen, den ich nicht fallen lassen will. Den hatte ich ja eben schon mal zwei, dreimal an Sie rein.